Boah, das wird ungefähr ein 4-Minuten-Video. Dani meinte, wir müssen versuchen, über 10 Minuten zu kommen. So, schönen guten Tag, liebe Herrschaften. Herzlich willkommen zurück auf dem Retro-Crew-Kanal. Heute mit dabei haben wir den Lukas aus sozialen Gründen. Haben wir ihn nach hinten versetzt, damit wir uns wegen Corona nicht zu nahe kommen. Ich habe gerade schon wieder voll auf das Bild daneben geguckt, damit ich einfach schaue, ob alles passt. Nee, Schmarrn. Also, fangen wir wieder an mit dem ersten Thema in diesem Monat. Um zurück zum Thema zu kommen, wir behandeln heute in diesem Video das Thema, wie wir als Filmstudio unseren ersten Film an die Kinoleinwand gebracht haben, und vielleicht kann man da auch ein paar Tipps geben an euch da draußen, wenn ihr selber Filme macht, wie ihr mehr Aufmerksamkeit kriegt, wie ihr praktisch die Filme bekannter macht in eurem Umkreis. Da haben wir drei wesentliche Punkte, die da mit dabei sind, und zwar Lukas zum ersten. Also ich muss mich dunkler machen. Ja, jetzt sieht's auch gut aus. Ah ja, gleich schon besten nochmal. Also für meine, ja. Also, Punkt Nummer 1, Film. Genau, Punkt Nummer 1 ist der Film. Und hier fängt es eigentlich ganz locker an. Und zwar, man muss, um einfach den Film an der Leinwand zu bringen, einen Film haben. So einfach ist es. Da gehen wir auch nur kurz auf die Basics drauf ein, was so die Basics, was so der grob Bestandteil des Films ist, und zwar ist es auf einmal das Drehbuch. Das muss geschrieben werden, auch detailliert genug, damit das ganze Filmteam damit arbeiten kann. Danach muss das auch abgedreht werden in einem richtigen Zeitmanagement. Also man muss auch sich mit der Zeit ein bisschen auseinandersetzen, die man für den Film investiert. Man dreht den Film ab. Danach kommt die ganze Post-Production, um den Film in Anführungszeichen zu perfektionieren. Und ganz, ganz am Schluss wird dieser Film exportiert. Und dann wären wir mit dem groben Teil des Films schon mal fertig. Sind Sie zufrieden da hinten? Der zweite Teil ist Wettbewerbsteilnahme. Es ist eigentlich, ja, wie wir unseren Film an den Kinoleinwand gebracht haben, war bis jetzt zweimal der Fall, und zweimal haben wir es über Wettbewerbe gemacht. Wir haben uns praktisch online bei einem Filmwettbewerb eingetragen. Einmal war es ein Filmwettbewerb bei uns in der Nähe und einmal war es ein bisschen größerer in Dortmund. Da haben wir uns praktisch eingetragen, haben Feedback bekommen. Das Ding ist, man muss sich dazu wirklich überwinden, diesen Film auch wirklich einzureichen. Es gibt viele Leute, die den Film machen und praktisch nur im Freundeskreis zeigen. Das sollte man auch machen. Man sollte auch ein bisschen Feedback für den Film einholen. Nicht, dass man jetzt einen, in Anführungszeichen, schlechten Film bei Filmwettbewerben einreicht. Man holt sich das Feedback und sendet dann diesen Film bei Filmwettbewerben ein. Filmwettbewerbe sind ganz einfach zu finden. Entweder ihr habt Freunde oder Bekannte, die sich da ein bisschen drüber auskennen, Zeitung lesen, und dann steht vielleicht mal was drinnen von dem Wettbewerb, oder ihr sucht einfach im Internet bei Filmwettbewerben in eurer Nähe. Und da ladet ihr euch einfach online ein und schickt dann praktisch euren Film rein. Der wird dann meist einmal beurteilt, grob, und dann werdet ihr höchstwahrscheinlich eingeladen zu dem jeweiligen Wettbewerbsort. So war es wenigstens bei uns. Wir haben unsere Filme eingereicht und dann wurden wir eingeladen, einmal nach Ingolstadt und einmal nach Dortmund. Dort haben wir dann auch die Filmwettbewerbe besucht. Der dritte Punkt, Lukas. Anwesenheit und Auftreten. Ey, da kann ich auch eine super Story erzählen. Wir waren nämlich auch in Holzkirchen bei den Bayerischen Filmtagen, den 42. Und da warst du nicht anwesend. Ich weiß gar nicht mehr, wo warst du denn da überhaupt, Jonas? Ich hatte was zu tun anscheinend. Ah, verstehe schon. Das ist schon ewig her. Aber das war auch eigentlich ein dritter Auftritt, wo wir waren bei irgendwelchen Kinoleinwänden. Anwesenheit und Auftreten. Wenn man jetzt sich entschieden hat, an einem Filmwettbewerb teilzunehmen, dann sollte man da natürlich hingehen. Das ist selbstverständlich, aber wichtig ist auch das Auftreten. Wenn man jetzt vor einer großen Menge einen Film präsentiert, dann würde es sich nicht anbieten, mit unpassender Kleidung dahin zu gehen. Also praktisch in kurzer Hose und T-Shirt. Das würde jetzt wahrscheinlich eher keinen guten Eindruck machen. Ihr wollt ja praktisch professionell wirken. Deswegen kleidet euch dementsprechend, meist reicht schon ein Hemd und eine gute gepflegte Jeanshose und ein ordentliches Schuhwerk, das reicht dann schon. Ich finde dein T-Shirt heute auch sehr passend. Das ist kein Product Placement. Ihr, wie kein Product Placement hier? Wir werden dafür... Jonas, ihr VR-Bank, hallo, geht's noch? Wir werden dafür nicht bezahlt. Genau, ihr geht einfach passend gekleidet dahin, macht ein gutes Auftreten und versucht halt auch etwas Connections zu knüpfen mit anderen Filmemachern und damit einfach euren Radius zu erweitern. Dann könnt ihr auch mit denen zusammenarbeiten und gegenseitig euch dann helfen, neue Filme zu gestalten. Und das wäre eigentlich schon die grobe Story, wie wir unsere Filme an die Leinwand bringen. Wir haben es bis jetzt hauptsächlich durch Filmwettbewerbe gemacht, haben damit uns auch mit einigen Leuten recht gut unterhalten und auch einige, ja, Tipps bekommen. Meistens ist es auch so bei den Filmwettbewerben, dass dann am Schluss ein Regisseur, ein Bekannterer oder so dabei ist und dann sein Feedback zu dem jeweiligen Film gibt. Das Feedback nehmt ihr an und arbeitet einfach mit dem Feedback weiter, macht einen neuen Film
und beachtet das Feedback dementsprechend. Lukas, würdest du was sagen? Ich finde das super. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir haben hier zwei Videos links und rechts. Wir haben hier zwei Abo-Bobbles oben und unten. Und genau, lasst euch nicht stören. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.